Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu den Adventures of Zocker Crew und ja, ich nehme heute nochmal auf, obwohl ich bis jetzt noch nicht so weit hochgeladen habe, dass ich euch jetzt entscheiden lassen konnte, was ich für Attributspunkte verteilen soll. Aber ich werde wahrscheinlich hier fast die komplette Aufnahmesession, die ich jetzt heute mache, eh nur in Highpool rumlaufen und da gibt's nicht besonders viele Gegner, beziehungsweise keine Gegner, die ich nämlich nicht mit auch mit den aktuellen Erfahrungspunkten schaffen würde. Meine Fresse. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich sollte weniger reden, um die Atmosphäre des Spiels aufzusaugen. Das ist immer eine gute Ausrede für Let's Player, wenn sie nicht viel reden wollen. Müssen die Atmosphäre vom Spiel aufsaugen. Ja. Wir waren die letzten Mal stehen geblieben, hatten hier mit dem netten Herrn geredet, mit dem äußerst freundlichen netten Herrn. Und hier gibt's eine Kiste, die wir direkt mal looten können. So, da haben wir einen Medizinbeutel, Erste-Hilfe-Set und Munition für die Pistol. Also Grievous Shit. Warum kriegen eigentlich alle was außer ich mit meiner Sniper Rifle? Ja, ich muss mir meine scheiß Muni immer kaufen. Okay. Schauen wir doch mal. Hier hatten wir, glaube ich, letztes Mal ein Ventil oder so eingesammelt. Nicht, wenn ich mich nicht irre. Hier irgendwas. Diese kleine Bombe viel zurück. Hä? Baumgruppe ist zurück. Wird wohl einfach nur ein Status sein. Jo, Gude! Ranger, ihr müsst mir helfen! Eine Mörsergranate der Abrisskolonne ist genau auf mein Dach gelandet! Bitte helft ihr, müsst ihr was einfallen lassen, bla, deutsche Sprache, nix verstehen. Ich mag Sterowskijak, ich, oder so, ich nix Deutsch, ich scheiß Dreck. Oh. Oh, Max Sterowiak, noch schlimmer ist der Hauptverbindungsrohr direkt über der Hause. Verläuft er, wenn der Wasserventildichtung zerstört, können wir all unser Wasser verlieren. Du scheinst dich gut mit Rohren auszukennen. Das klingt so scheiße. Was machst du hier eigentlich? Ah, ich fülle die Wassertanks für den Kunden, wenn sie nachfüllen, kommen die Kramer, die Tricks auf, schließe er mit Haupthand gegenüber dem anderen Haus ein. Wir pumpen das Wasser aus dem Grundwasser hoch und schicken die volle Tanks wieder runter in die Karawane. Klugscheißer, wir haben niemanden, der Klugscheißer auf dem Level hat, oder? Hat der überhaupt wer Klugscheißer? Nein. Stimmt, Grievous sollte Klugscheißer bekommen, aber er hat's nicht bekommen. Niemand hat Klugscheißer. Aber warum benutzt du nicht die Pumpen, um dein Haus mit Wasser zu besprühen? Ah, was, bist du bescheuert, Arschgesicht, eh? Der Ventil ist so fein einzustellen, um den Druck genau zu halten, ist nahezu unmöglich. Ein wenig, und es macht kälter das Leben unten in den Tonnen schwer. Zu viel, es wird in meiner Hause, und jede der Erde von der Bose weggeblasen. Oh. Benötigt Arschlochstufe 2, ja, haben wir doch. Alter! Beeilt euch und repariert das verdammte Ding, oder wir werden euch ein bisschen Dampf machen, ihr Wichser! Nee, das ist nicht, eigentlich, wenn ich richtig einstelle, könnte funktionieren. Das einzige Problem dabei ist, die Abreisegranate in der Nähe von der Ventil gelandet, die die Explosion an der Handrad wegbringt. Ich müsste das Rad finden und wieder anbringen, oder kann den Rest erledigen, muss ich irgendwo in der Nähe liegen. Ah, oh, wo kann das wohl sein? Wir haben das letzte Mal eingesammelt, Cole. Cole. Ventil. Benutzen. Zack. Los, OG. Du kannst Toaster reparieren, also kannst du auch das. Yeah. Ah, super, jetzt muss ich nur noch kalibrieren. Er kalibriert, er kalibriert, er kalibriert. Oh, so sollte gehen. Oh, woho, der funktioniert, eh? Oh Mann, ich kann gar nicht genug danken, Ranger, seid klar, wann ich habe 100 Tonnen taugen nicht gehört. Sieht so aus, als wäre die Geschichte alle falsch. Natürlich sind die Geschichten über uns Falschreisende. Moment, wir sind die Reisenden. Habt ihr auch gerade gesehen, dass hier der Baum geblinkt hat? Irgendwas kann man mit diesem Baum machen, aber ich habe keine Ahnung was. Wenn ich das doch wüsste. Umboxen. Hier Naturbursche. Auch nicht. Falls einer von euch eine Idee hat, was man da mit dem Baum machen könnte, das ist bestimmt irgendwas zum Looten. Ja,
Ja, immer her damit, weil ich habe absolut keine Ahnung, was ich da machen soll. So, gehen wir doch mal weiter die Stadt erkunden. Also wie gesagt, wir haben die Stadt ja jetzt gerettet. Wir haben letztes Mal einen epischen Kampf geführt mit der Presslufthammer Lady, beziehungsweise Hans Jonathan hat einen epischen Kampf mit der Presslufthammer Tussi geführt und ja und oh, ja, Krarr, Knurr, Schnapp, oh, na, ein Hund, Nigger, Krurr, Schnapp, Schniep, Schnapp. Ernsthaft, der Hund ist mächtig sauer, außer wenn du einen Weg findest, ihn zu beruhigen. Wir werden ziemlich sicher ein Gesicht abnagen. Aber, bitte, wir haben doch Grievous dabei. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Zack. Endlich beruhigt bleibt der munterte Junghund dir dicht auf den Fersen. Yay! Cool. Es hat schon seine Vorteile, einen Grievous dabei zu haben, der sehr gut mit Tieren kann, doch, also. Da muss ich wirklich sagen, Mr. McQuark, hast du extrem gut gewählt. Die waren es jetzt schon ein paar Mal sehr nützlich, die Fähigkeit. Erschieß mich nicht, Ranger. Oh, hier ist ein Friedhof. Nochmal eine Frage an euch. Ich hätte jetzt hier die Wahl, also das ist jetzt keine großartige Wahl, aber ich könnte theoretisch hier die Gräber, die auf dem Friedhof liegen, die könnte ich ausbuddeln. Ich habe eine Schaufel dabei. Ich könnte es allerdings auch lassen. Also wie gesagt, das ist ja extra so gemacht, dass ihr hier viel mitentscheiden dürft. Also die Frage, soll ich die Gräber ausbuddeln oder soll ich es lassen? Ich könnte dabei relativ gutes Loot abstauben. Aber ich könnte danach auch von der Stadt noch mehr gehasst werden als jetzt schon. Ja, ein Teddy, ein Erste-Hilfe-Set und Sniper Money! Yeah! Alles austeilen. Ich finde den Aufbau der Stadt sehr interessant. Hey du da! Tag! Ich habe den Pool gepinkelt. Danke, dass du mir das gesagt hast. So, okay, gehen wir mal weiter. Schauen, was hier ist. Städterin. Oh, ich bin in Hyrule aufgewachsen und ich werde ja wahrscheinlich auch absaufen? Ich dachte, ihr habt Wassermangel. Wer hat denn hier was von Absaufen geredet? Gibt's hier irgendwas zum Looten? Eine Mülltüte. Ja, das ist gut. Mülltüte ist immer gut. Ein Glasauge. It's a glass eye. It's a glass eye. Ach ja, ich wünschte, ihr würdet diese Stelle aus Red Dead Redemption kennen. Aber irgendwann werde ich Red Dead Redemption auch nochmal LP'n. Ich hatte ja mal von diesem Zombie-Addon von Red Dead Redemption so ein 60 Minuten mitgemacht. Aber das Hauptspiel ist natürlich noch viel besser als das. Warte, was ist das? Das ist eine Vulture's Cry. Ja, Scare Bitch! Ich kann ja nicht, bla bla bla, befestigt, billiges Schloss verriegelt, Käfig will wieder bewacht, bieten kein Bett. Noch eine Entscheidung. Wie gesagt, ich lasse euch so gut wie alles in diesem Spiel entscheiden. Ich werde auch natürlich hier nach der Aufnahmesession nicht aus Highpool verschwinden, sondern ich werde in Highpool bleiben. Am Ende der Aufnahmesession, dann dürft ihr quasi, dann werde ich quasi beim nächsten Mal, wenn ich wieder aufnehme, werde ich euch dann quasi entscheiden lassen, was ich da mache und was nicht. Also ob ich dann in den Gräbern grabe, ob ich diese Tussi befreie, die scheint hier gefangen zu sein. Ich lese euch den Text mal vor. Ein Käfig mit Gitterstäben. Ah! Mit der Bodenbefestigung mit billigem Schloss verriegelt. Der Käfig wird ja bewacht noch verriegelt. Der Käfig wird ja. Ah, das ist auch verwirrend, wenn da die ganze Zeit neue Dinger kommen. Weit genug auseinander, dass man mehrere Steine und faule Äpfel durchwerfen könnte. Okay, danke. Kann man hier mit euch Wichsern auch reden, oder? Danke. Ein Rotzlöffel mit einem Hang zur Gewalt und einer Attitüde hier in Highpool werden sie zum Bösen erzogen. Die Jugendlichen haben sich auf den Rücken ihrer Jacken einen Flicken mit der Aufschrift MT geklebt. Ich glaube, da sollte normalerweise was anderes stehen, anstatt MT. Hey, Moment mal! Gang! Vielleicht haben die was zu rauchen! Ich weiß, das hört sich ähnlich an wie die Stimme von Grievous, aber ich habe nicht 100 verschiedene Stimmen auf Lager, also. Gib uns ein paar Sacknägel oder Nico Pops. Wir brauchen eine Zigarettenpause. Warum nehmt ihr nicht diese... Nein, warte, was mache ich denn da jetzt am besten? Soll ich ihnen die Steinschleuder geben?
Ja, warum nicht? Ich rede ja gerade mit Unleashed. Unleashed ist ja das große Vorbild der Gruppe. Ein Held. Ein Mensch, der es geschafft hat, über die Weiten hinauszublicken und durch seine Führungsqualitäten eine Armee an Elite-Soldaten aufzubauen, die so schnell keiner vermag nachzuahmen. Warum nehmt ihr nicht diese Steinschleuder? Mit ein bisschen Übung könnt ihr die Stadt beschützen, falls noch mehr Abreißer auftauchen. Du bist so dumm. Moment, das hört sich eigentlich ziemlich Rad an. Vielleicht sogar Gnali. Aber ein Problem. Wir haben keine Munition. Ich meine, wir nehmen die Zwille, aber wir bewegen uns Zentimeter, bis du uns Munition bringst. Warte mal. Wollt ihr nicht lieber mit diesen Murmeln spielen, statt zu rauchen? Hier ist die gute Idee, die den ganzen Tag hattest, Zackgesicht. Leute, lasst uns aber Zielübung machen. Hey. So. Was machen sie jetzt? Die schießen auf irgendwas. Ich habe jetzt gerade die Kriminalität in der Stadt gefördert. Ja, naja, kann man mit dir reden? Vielen Dank, Desert Rangers. Warte mal, das ist eine Frau. Vielen Dank, Desert Rangers. Ich habe gehört, dass euer Stamm Gerechtigkeit ins Ödland bringt. Waltet eures Amtes und gebt mir Gerechtigkeit. Befreit mich aus diesem elenden Käfig. Ich könnte euch auf eure Reise begleiten, falls ich darf. Ich kann sehr hilfreich sein. Ihr könnt auch mir helfen. Nun, was denkst du über die Desert Rangers? Männer von Ehre sind im Ödland so selten wie eine Kaktusblume. Ich hoffe, der Stern, den ihr tragt, bedeutet, dass ihr solche Männer seid. Hypul hält dich fest? Unberechtigterweise? Sie erzählen Lügen über mich. Sie sagen, ich wäre ein Spionin dieser Typen, die ihr die Abrisskolonne nennt. Aber das bin ich nicht. Ich kam her, um zu handeln und nicht um zu plündern. Du hast also keine Beziehung zur Abrisskolonne. Sie leben in der Wüste, aber sie sind nicht aus der Wüste. Für jemanden, der sich auskennt, sind sie leicht aufzuspüren und noch leichter zu erledigen. Womit handelst du? Ich trage die Sagen meines Heimatlandes bei mir und bin bereit, diese gegen Güter einzutauschen, die wir nicht besitzen. Diese Samen sind stark. Sie wachsen mit wenig Wasser. Mit ihnen kann man euer Land wieder gedeihen. Aber obwohl ihr magere Ernte auf den Feldern verdorrt, weigern sich diese Wasserhorte, mit mir Handel zu treiben. Stattdessen nennen sie mich Spion, sperren mich in Käfig und erlauben ihren Jugendlichen, mich zu quälen. Also haben dir diese Halbstarken das Leben schwer gemacht? Schweinegesichtige kleine Drecksäcke, die brauchen alle eine ordentliche Trachtprügel. Mist, hab ich das eben laut gesagt? Ach, was zur Hölle. So viel zum edlen Wilden. Also bist du kein edler Wilder. Hey, ich bin nur auch eine hundertprozentige heißblütige Ureinwohnerin Amerikas. Genau wie ich sagte. Aber all das Gerede wie eine 800 Jahre alte weise Frau. Nun, ich will nicht beleidigend sein, aber ihr Fremden erwartet das. Ich kann den doppelten Preis für mein Saatgut bekommen, wenn ich die ganze Lehre der alten Schule Ansprache halte. Wen nennst du hier einen Ausländer, hä? Wenn du kein Indianer bist, dann ist dein Stamm nicht hier geboren und das macht dich zum Ausländer. Tut mir leid, aber so ist es eben. Welche Art von Fracht brauchst du? Es gibt viel, was wir benötigen. Wasser, Vieh, Medizin, Bücher. Was passiert, wenn wir dich befreien? Holt mich hier raus, ich kann euch in Sicherheit und zu Wasser führen. Ich kann auch verhindern, dass die Wildtiere zum Abendessen verspeisen. Warum sollten wir dir als Führer vertrauen? Mein Volk versteht es, sich im Ödland zurechtzufinden. Wir haben ein Händchen für Tiere und ein gutes Gespür dafür, wo man Wasser finden kann. Wir wissen, wie man mit Hilfe von Wüstenpflanzen heilt und schleichen lautloser als ein Wüstenfuchs. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein paar Tricks beibringen. Wer sind deine Leute? Ich bin vom Stamm der Hasen. Wir leben hinter euren südlichen Grenzen. Wir sind nach Norden gekommen, um zu handeln. Was können wir für euch tun? Naja, ihr müsst verstehen, ich bin nicht aus dieser Gegend. Mein Stamm lebt jenseits der Strahlungswand im Süden. Aber vor ein paar Monaten haben sich die Winde geändert und der Weg mit niedriger Radioaktivität hat sich zwischen unserem und eurem Land geöffnet. Es sah so aus, als ob er stabil sein würde. Also haben ein paar Kumpels nicht beschlossen, dass wir zum Handeln in den Norden kommen. Es ist nicht so gut gelaufen. Wir wurden in unserer zweiten Woche hier von Räubern überfallen und meine Freunde...
Ich war die Einzige, die entkommen konnte. Aber als ich umkehren wollte, um wieder nach Hause zu gelangen, haben sich die Winde gedreht und der Fahrt war wieder nach Hause. Und der Fahrt war. Er war einfach weg. Verschwunden. Der Weg zurück zu meiner Familie, meinem Stamm, meinen Kindern weg. Einfach so weg. Ich habe dort ausgeharrt, gewartet, aber der Pfad hat sich nie wieder geöffnet. Und da ich nicht viel wusste, ob er sich wieder öffnen würde, habe ich mich dazu entschlossen. Oh Gott. So viele Dialoge. Gib mir eine Minute. Habe ich mich dazu entschlossen, so viel wie möglich von dem neuen, von dem zu sehen, was diesseits der Mauer geschieht, um neues Wissen, neue Weisheiten zu sammeln, die ich meinem Volk zum Geschenk machen kann, wenn ich zurückkehre. Oder besser gesagt, falls ich jemals zurückkehren kann. Natürlich war der erste Ort, an dem ich gelangt bin, hier. Also mit Weisheit war es bisher noch nicht so weit her, aber ich bleibe optimistisch. Deshalb möchte ich auch mit euch reisen. Und ja, ich weiß, bisher habe ich euch nur etwas vorgespielt, aber was ich behauptet habe zu können, das kann ich wirklich alles. Ich kann Fährten lesen, Tiere.